Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Die Musik geht völlig steil. Servus und hallo, willkommen zurück zu For the Warp. Wir sind in dem zweiten Durchgang, kann man so sagen. Wir haben ja beim ersten Durchgang uns den Valmen Blues angeschaut. Und diesmal machen wir weiter mit dem Alien Cruiser. Der sieht doch schon mal sehr geil aus. Sein Nachteil ist, dass er nicht gut schießt und auch nicht gutes Leben hat. Da bin ich mal gespannt, wie sich das ausspielt. Da ist er. Den haben wir uns beim letzten Mal freigeschalten und das ist natürlich Grund genug, um mit dem loszucruisen. Das kennen wir schon. Brauchen wir uns nicht mehr durchlesen, die Story. Es gibt gleich mal einen Markt am Anfang. 100 Credits haben wir am Anfang. Wir haben 75 Hülle. Wir haben 11 Treibstoff. Da wäre aber auch cool gewesen, wenn wir da mehr hätten. Ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht. Okay, danke schön dafür. Whatever you gain sheets, deals 3 damage to all enemies. Oh, der ist eh sehr schildgeil, was ich so gehört habe. Wäre natürlich eine lustige Geschichte. Keinen Damage in der nächsten Runde. Das ist dann so ein bisschen eine Wildcard, weil man nicht weiß, was passiert in der nächsten Runde. Es könnte ja auch sein, dass in der nächsten Runde jemand nur seine Schilder repariert und dann ist es ja eigentlich rausgeschmissen. Weil ja dezidiert da steht nächste Runde. Also, weiß nicht. Und 50 ist auch ein bisschen krass teuer, aber das sind gerade alle sehr teuer. Mehr Lebenspunkte. Auch immer nicht schlecht, vor allem bei unseren wenigen Lebenspunkten. Also entweder das oder 20 Damage einfach mal ins Gesicht und 10 Schilde mir nehmen und die ganze Hand verlieren. 5 Maximum HP. Ja, passt schon. Ein bisschen Geld wollen wir uns auch aufheben. Okay, wir sind im Varium-System. Ich überlege gerade, war da irgendeins dabei beim letzten Mal, was wir gebraucht haben, um jemanden freizuschalten oder nicht? Weiß nicht. Gucken wir mal, was haben wir da? Oha, ja, der mag uns das, was 25 gekostet hat, mag er uns für 50 verkaufen. Consume all boost points. Deal 6 damage for each boost point. Gain 1 boost if you have no boost points. Aha, das ist wieder eine ganz andere Mechanik mit dem Boosten. 25 kostet es normalerweise. So viele Karten haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Lassen wir das mal. Fragezeichen. Wieder einer, der uns das abkaufen mag. They will scrap one of your cards and still give you 20 credits. Nein, ich weiß nicht. Eine Karte, irgendeine Karte loswerden und auch nur für 20. Nö. Nö, 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 nö. Ich habe was gefunden. Irgendwas ist furchtbar schief gegangen. Ja, offenbar. Schauen wir uns das Fragezeichen hier noch an. Found a friendly hauler ship, they made an offer. We are low on fuel. We can offer you. Okay, die können uns $45 geben für 5 Treibstoff, aber dann haben wir selber nur 4. Nö, danke. Das ist nur Scheiß gerade. Nicht wirklich was Spannendes dabei. Nehmen wir das hier noch mit, bevor wir abhauen. Ich überlege gerade, geht es sich überhaupt aus? Wir haben nämlich noch 9 Fuel.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, müsste ich ausgehen. Und vielleicht ist da ja auch Fuel zum Holen. Ja, 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 da ist Fuel zu holen. Das ist gut. Das ist super. Treibstoff klauen, gerne. Credits ausgeben. Geld ausgeben für Damage. Okay. Was ist, wenn man keins mehr hat? Ist es dann disabled? Oder ist es ein Trick, um es trotzdem machen zu können? Wäre lustig. Plasma Type, type on your card hand, ne? Ihr wisst, was ich meine. Machen wir das mal. Mehr Fuel ist definitiv gut. Ich habe mir jetzt gerade die 31 noch aufgehoben, weil falls ich mir beide Karten kaufe, dann kann ich mir die nicht mehr leisten. Ja, nehmen wir mit. Und das mit dem Geld sieht schon ganz lustig aus. Also machen wir das. Geht sich das noch aus? Können wir das Spiel austricksen? Leider nicht. Schade. Okay, dann selber Weg zurück oder außenrum zurück? Na, passiert nur irgendein Obstacle oder so, dann machen wir denselben Weg zurück. Alien. Ich nehme den hier, weil da ist nur einer drinnen. Geil. Hat gestimmt. On your hand. Was ist denn das? Ist das ein Plasma-Geschichtel? Ist das ein Plasma-Geschichtel? Glaub nicht. Habe ich überhaupt den zum Plasma-Dingsi? Type Attack, Cluster Bomb, Type Special. Type Attack. Boost, 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 Boost. Pff, keine Ahnung, ob ich Plasma überhaupt habe. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schauen, vielleicht habe ich irgendwas verballert. Okay, was können wir machen? Er greift übrigens an. For each boost point. Wo haben wir denn die boost points? Das ist die hier? Würde ich gerne sehen, aber weiß ich nicht. Ich krieg 4 Schild. Okay. Damage raushauen, klar, mach mal. Und die Boost Points loswerden. Die 6 Damage for each Boost Point. Dann sehen wir gleich, wie viel wir haben von den Boost Points. Keinen. Okay, dann haben wir uns gerade einen aufgebaut. Na gut. So wie dazu. Treibstoff klauen. Yes. Mhm. Da Schilder für die Boost Points. Die Mechanik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist krass, ja, diese Schilder sind krass mit den 45. Da muss man sich halt echt ordentlich aufbauen, aber man muss halt erstmal die Zeit haben, um sich aufzubauen. Ja, Boost Point, weil wir ordentlich Dings gespielt haben. Also das ist, die ist gut, das Schiffchen ist gut im langen Kampf, nicht so geil für so kurze Battles, glaube ich. Genau, und hier könnte ich 10 Credits raushauen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Nee, klappt nicht. Schade, ich hatte gehofft, ich kann das Spiel austricksen, weil ich habe ja immerhin einen, also schade. Oh ja, jetzt könnte ich richtig Schilde bekommen. Yes.
wie geil es diese Karte wäre mit den ganzen Schilden runterreißen. Consume all Boost Points und Damage raushauen. Ja, machen wir das nochmal mit den Schilden. Und dann machen wir das einfach mal. 6 Damage für Boost Points. 6 mal 4 sind wir auf 24, ne? Ja. Und der Gegner hat erstmal viel Spaß mit unseren Schilden. Treibstoff. Schilde. Ja, ja, nochmal Schilde. Genau, und dann können wir das hier machen. Und nochmal. Wir holen uns einfach Boosts für die ganzen Karten, die wir ausgespielt haben. Interessante Mechanik. Da können wir wieder die Boost Points loswerden für Damage, was eigentlich schon ganz cool wäre. Und was eigentlich schon ausreichen sollte. Machen wir das gleich mal, bevor wir ewig lang überlegen. Da war nichts dabei, was wir sonst noch machen hätten können. Ohne den Kampf noch weiter rauszuzögern. Damage und reparieren oder Damage an mehrere Gegner. Reparieren. Bei unserem Leben definitiv reparieren. Und Exit. Exit oder noch Gegner mitnehmen. Exit. Hau mal ab. Und Bossy. Das ist das Ende deiner Reise, sagt er. Unser Free Space Pirate Boss 2. Nicht der 1er Boss, der ist natürlich schon down, aber der 2er. Der ist besonders krass. Ja, 10 Credits raushauen. Könnte ich machen. Könnte es aber auch noch lassen. 15 Damage und 10 Schilde. Ja gut, dann machen wir es halt. Okay. Vier Schilde, drei Schilde für Boost Point. Nochmal Credits raushauen. Gain one Boost for each card played. Wir machen die Schilde. Das mit dem Boost Point bringt uns gar nichts, weil wir haben keine Boost Points. Wir können eigentlich nur noch Treibstoff klauen. Ich möchte jetzt nicht das ganze Geld hergeben. Dann machen wir das auch nochmal mit den Schilden. Sehr gut. Und dann das hier. Bam, Boost Points für die Karten, die wir gespielt haben. Und das Ganze sogar nochmal. Nicht schlecht. Er macht ein offensives Geschichtel. Damage oder uns heilen. Wir haben jetzt noch nicht wirklich viel Schaden bekommen. Wir, boah, ja, das war krass. Das war gut. Das war gut. Ja, wie gesagt, wir haben noch nicht wirklich viel Damage bekommen. Wir können uns natürlich voll heilen. Das würde schon auch gehen. Oder wir machen einfach Damage. Plasma-Type. Bist du ein Plasma-Dings? Weiß man nicht so richtig, ja? Das hat nichts gebracht, oder? War wahrscheinlich egal. Egal, es steht trotzdem in die gespielten Karten rein und ist dann ganz gut für den Boost. Hier 9 Damage oder einfach mal die ganzen Boost Points konsumieren, um Damage zu machen. Ich kann mir natürlich auch noch die Boost Points aufheben, um beim nächsten Mal so richtig rauszuhauen. Ich glaube, ich werde eher sowas machen. Dann machen wir einfach Damage. Und Boost bekommen für die Boost Points, die wir ausgespielt haben. Du willst natürlich noch mehr Damage machen. Aber ich hebe das ehrlich gesagt auf.
Was war denn das gerade für ein miese, für einen Daumen nach unten da gerade, den wir hatten? Irgendwas ist gerade Negatives passiert. Irgendwas hat uns da nicht so gut gefallen. Enemy disrupts electronics, player discards. Hä? Player discards, cards, okay. Wir sind kartenlos geworden. Ich glaube eher, dass wir eine Energie losgeworden sind, aber. Never mind. Okay. Er macht wieder irgendeinen offensiven Scheiß. Wir könnten wieder alle Boost Points raushauen. Wir nehmen uns Schilde. Bams die, richtig krasse Schilde. Also wir waren eh schon fast am Limit, aber ist natürlich auch nochmal gar nicht so schlecht gewesen. Wir klauen Treibstoff. Mit dem Geld, wie gesagt, möchte ich erstmal nicht machen. Ich möchte noch mehr Boost Points haben. Also möchte ich die Boost Points gerade noch nicht loswerden. Ich habe schon wieder einen Daumen nach unten. Irgendwas ist da schon wieder passiert. Ist on fire. Na toll, jetzt brennen wir auch noch. Dankeschön, toller offensiver Effekt. Au, au, au. Ich hätte gern mehr Boost-Punkte. Gibt das nicht? Ist da irgendwie schon ein Limit bei dem, was wir haben? Kann man gar nicht vorstellen. Ich will mehr Boost-Punkte haben. Ich will so richtig rausrotzen. Ich meine, das wäre jetzt auch schon gut. Wir würden einfach mal 60 Damage machen. Aber. Ja, mei. Ja, mei, da machen wir es halt. Und dann hauen wir das raus. Dann kriegen wir wieder einen Boost-Punkt. Und dann klauen wir noch Fuel. Und hier das auch noch. Und das auch noch. Ach toll, das war der offensive Effekt. Er hat uns einfach mal zwei Karten disabled. Drecksack. Boost Points loswerden. Mehr können wir eh nicht machen. Piu, piu, piu. Einen Boost-Punkt bekommen. Und wieder loswerden in Damage in your face. Schilde bekommen, ja. Aua, was soll denn das, ey? Wieso macht denn uns der Lebenspunktschaden? Wir haben so viel Schilde. Drecksack. Das ist, glaube ich, der Feuerschaden gewesen. Au, au, au. Boostpunkt, nee, bringt uns erstmal nichts. Wir machen das mit den Schilden und nochmal mit den Schilden und nochmal mit den Schilden und dann gibt es Boostpunkte für die wir ausgespielt haben. 21-0, genau, da passiert einfach nichts, weil wir keine Plasma-Geschichten haben. So, jetzt brennen wir immerhin mal nicht mehr. Das ist ja schon mal ein Anfang. Schilde bringen uns nichts. Wir haben auch nicht diese Karte, die uns da was hilft. Dann machen wir einfach Damage. Wir holen uns wieder einen Boostpunkt. Und machen das, was uns nichts bringt. Und wie machen wir dich fertig? Damit. Okay. Weiß nicht. Die andere fand ich cooler, ehrlich gesagt, das andere Schiff, weil das halt richtig Damage rausrotzen war und nicht so wie in dem Fall. Macht halt echt wenig Damage. Muss sich erstmal aufboosten und dann kommt einfach nicht die richtige Karte, damit man quasi sich entlädt, und entladen ist immer wichtig. Gehört zu einer guten Life Balance dazu. 5 Schaden raushauen für jede Uncommon Card in meiner Hand. Ja. Ja, ja, vor allem gratis.
Das ist auch gut mit 10 Damage und Schilde. Wobei, mit den Schilden hat man ehrlich gesagt kein Problem, aber es wäre trotzdem nice. Und wenn ich Damage dealt and received, okay, da bekomme ich einfach doppelt so viel Schaden. Until your next turn. Ich kriege halt krass Damage und hau auch krass Damage raus. Uncommon Card, ja, nehmen wir das. Flup. Das haut mal ins Cardium-System rein. Wir wurden repariert. Danke dafür. Das ist jetzt ganz cool, dass wir 50% der Maximum HP bekommen haben. Das heißt, das repariert uns eigentlich immer völlig. 33 Credits haben wir. Das können wir uns dann nicht leisten. Das Equipment, ich gucke gerade. Ein Equipment könnten wir uns noch snacken. Haben wir aber noch keins. Okay. Was kaufen wir? Und Fuel können wir uns hier auch nicht kaufen. Alle Karten in der Hand deaktivieren. Zwei Karten ziehen. Die Boost Points haben wir eh genug. If enemy is attacking. Genau, wenn der Gegner angreift, gibt es 15 Damage für ihn. Nice. Wie gesagt, alle Karten loswerden und zwei neue Karten ziehen. Nee. Nee, und so einen Refresh-Button gibt es da auch nicht für andere geile Karten. Nö. Underwhelming, würde ich mal fast sagen. Junk, das kann schlecht sein, kann aber auch gut sein. Es ist schlecht. Es ist explodiert und hat uns Damage gemacht. Dankeschön. Hui, da ist ja noch was mit meinem... Da ist ja noch was in meinem Red Bull drinnen. Juhu. Jahui. Und wir fliegen zu den Gegnern, die nicht im Minenfeld drinnen sind. Das war mir ganz wichtig. All your credits belong to us. Naja, schauen wir mal. Uncommon Cards. Wir haben natürlich nur Common Cards. Okay, das heißt, 5 Damage würden wir jetzt machen. Mhm. Dann machen wir das hier. Und Damage war den... Ich habe den falschen attackiert. Egal. Boost Points loswerden. Ja. Dann machen wir halt gleich den Wullmann. Den Herrn Wullmann. Oh ja, das ist natürlich... Aua, 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 aua. Wenn der Gegner angreift, gibt es 15 Damage. Der greift aber nicht an, der macht nur irgendwas Offensives. Plasma in your hand. Ich weiß immer noch nicht, ob oder wie oder was das Plasma genau sein soll. 4 Schilde bekommen und mehr für Boost Points. Gain 1 Boost Point for each card played. Das heißt, wir machen erst die Schilde. Dann machen wir den Damage. Komm, hau mal raus. Ist eh egal. Kostet eh nichts. Und es ist eine Karte, die wir ausgespielt haben. Also zieht alles rein in den Charger. Und das können wir eigentlich auch noch machen. Treibstoff. Das können wir auch noch ausspielen. Das ist ja voll gemein. Hallo? Das andere ist auch ausgespielt gegangen, das was 0 gemacht hat. Wieso geht denn das dann nicht? Ist halt wurscht, dann macht es halt 0, aber es wird ausgespielt. Ja, so ein Scheiß. Ja, dann machen wir halt Boost Points. So, dankeschön. Uncommon Card in your hand. Ja. Das ist schon besser. Haben wir schon 2 Karten. Wir haben immer noch ein Energiegeschichtel, aber ich möchte das Geld nicht raushauen. Reparieren wir mal ganz nice. Ankommen haben wir nicht. For each Boost Point, Boost Point, Boost Point. Schilder aufbauen, Schilder aufbauen. Plasma
ist wieder schön Arsch. Der Gegner greift an. Und er wird einfach mal gefickt. Ausgezeichnet. Das war doch toll. Das war doch toll. Heilen. Sie hatten mich schon bei Heilen. Schilde. Damage. Und die Boost Points raushauen für Damage. Wir haben nur 3 Boost Points. Nee. Lass stecke. Er repariert sich. Wir nehmen uns Schilde. Wir nehmen uns nochmal Schilde. Wir machen Damage. Und dann machen wir das ja mit den Boostpunkten für die Karten, die wir gespielt haben. Und dann nochmal 5 Damage in Summe 10. Weil wir diese Karte ja auch noch haben. Wir konsumieren noch nichts. Wir warten noch. Der soll sich noch in Sicherheit fühlen. Und dann gibt es die volle Knackwatschen auf einmal. Geht sich nämlich noch nicht aus, ne? 6x6, 32. Er hätte 34. Das ist schon mal gut. Bamsti. Und jetzt kannst du mal wohin gehen? Oha, was Rares. 3x Damage equal to the energy cost of all cards in your hand. Das ist cool, das kann man nämlich am Anfang gut spielen. Ejective Drone, ja, ich habe keine Drohne. Novachat. Novachat ist nice. Okay, da hätten wir ein Fragezeichen. Nehmen wir das gerne mit. Ah, da haben wir wieder dieses. Oha, das ist gar nicht so easy in dem Fall. Das waren ja beim letzten Mal relativ egal. Da gibt es ja immer wieder Damage, wenn wir etwas exploren. Dafür auch richtig viel Geld. Aber wir haben halt keine so krasse Hülle. Also wird alles ein bisschen wehtun. Wir machen es trotzdem. Für ordentlich Asche. Und ja, wir haben einen Gegner vor uns. Aber ja, oder ich gehe hier außen rum. Ich könnte hier auch rübergehen und darauf latschen. Das würde auch gehen. Dann ersparen wir uns den Gegner. Ja, 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 ja. Und kommen zu einem Fragezeichen oder zu einer Trade Station, die wir natürlich auch noch davor mitnehmen können. 155 Credits, ja, da können wir einiges traden. Oh ja, die Gambler wieder. 1 für 6 geht ehrlich gesagt. Und wir bekommen einen Random Reward. Und hier wieder irgendwas Tolles Rares. Da können wir uns wieder überlegen, was wir machen. Machen wir mal den Random Reward einmal. Junk, der Arschloch. Dummes. Der 120 Credits. Okay, wir haben immerhin mehr rausbekommen, als wir reingesteckt haben. Okay. Das ist echt Random Rewards und Scheiß. Wie wär's mit was RAM? Oder sollen wir das nochmal probieren? Random Worthless Junk? 60 Credits? Jetzt haben wir wieder weniger bekommen. Es ist schon spannend. Worthless Junk und Worthless Junk und fick dich halt. Und den Rest hauen wir raus in Fuel. Ja, 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 geh mir weg. Geh mir doch aus der Sonne. Das ist voll gemein. So. Can pick whatever you want, be safe. Ja, na hallo, nehmen wir uns doch alles. Dankeschön, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dies ist sehr freundlich von euch. So, großer Vorteil ist, wir haben jetzt doch wieder einiges an Treibstoff. Oh, und ich habe verpasst den zu dem Quest hinzufliegen. Ich Idiot, ich fliege lieber zu den Gegnern hin. Fuck. Fuck dat. Ja, Mann, das war jetzt wieder blöd von mir. Ah, also.
give four shields for each shield up or point defense in your hand. Shield boost, shield up. Wir haben nichts von dem. Geil. Wir bekommen einfach Schilde. Können dann Treibstoff klauen, weil was anderes können wir eh gerade nicht machen. Boostpunkte können wir loswerden, haben wir aber keine. Dann bauen wir uns Boostpunkte auf und das Shield Up geht ins Leere. Au. Ja, ich glaube, das war's bald. Ich wollte gerade sagen, die Folge ist schon am Ende, aber wahrscheinlich war es das sogar bald, wenn wir es nicht bald schaffen, uns Shield aufzubauen. Shield Up oder Point Defense. Da mal wieder nicht. Next turn gain energy charge 6 shield. Consume all boost points. Hallo, ich hätte gerne mehr Schilde, nicht nur 6. Shield up. Bringt uns nichts. Danke dafür. 10 Energy konsumen bringt uns nichts, weil wir haben keine Energy. Ich werde nicht den Boost Point raushauen. Wobei, machen wir es. Es ist ja eh völlig egal. Wir haben ja die 2, das heißt, wir hauen einmal Damage raus und holen uns einmal einen Boost Point zurück. Aber ich hätte ganz gerne ein bisschen Schilde, Leute. Reparieren. Ach ja, okay. Jetzt können wir das machen. Bam, waren halt günstige Karten, die wir da gerade hatten. Eine Energie hätten wir mehr. Den Boostpunkt, den holen wir uns irgendwann mal. Die Credits können wir, wie gesagt, nicht spielen. Wäre aber lustig, vielleicht ist es sogar verbuggt und es zählt auch ein Spielattempt, also quasi wenn ich versuche, eine Karte zu spielen, vielleicht zählt das ja auch mit rein hier. Ich glaube nicht. Boost Points hauen wir es halt beim Tempel raus, weil wir können dann dafür Boost Points bekommen. Und Schilde, endlich haben wir mal Schilde bekommen. Vor Uncommon Cards. Wir haben keine Uncommon Cards im Deck. Vor Uncommon Cards. A Rare ist, glaube ich, nicht Uncommon, oder? Also logischerweise nicht, aber es ist halt eins höher als Uncommon. Also vielleicht zählt es ja doch als Uncommon Plus quasi. Man weiß es nicht. So, Schilde. Deal 5 Damage for each Boost Point. Ja, immerhin 30 Damage. Macht den fast fertig. Und den Rest machen wir damit dann. Ja. Tschüssi. Nice. War gut. I like. Und hier Damage. Der nichts zählt, quasi. Ja. Okay, ja, das ist halt wieder das hier. Wir haben an Energiekosten nicht wirklich viel da drinnen. Eine Karte kann ich ziehen. Vielleicht ist da was Tolles dabei. Aber so teure Karten habe ich halt auch nicht. Da müsste schon das hier um die Ecke kommen. Ansonsten gebe ich 1 für 1 aus oder 1 für 0. Ja, komm. 9 Damage immerhin. Wir holen uns Schilde. Und weitere Schilde. Und wir machen das hier. Erhöhen unsere Boostpunkte. Und das haben wir auch noch raus für noch mehr Schilde. So mag ich das. Jetzt haben wir mal schöne Defense aufgebaut. Endlich sind da mal Schilde um die Ecke gekommen. Consume all Boost Points. Nee, aber das ist natürlich super nice jetzt in dem Fall. Plasma Type. Ja, warte, hauen wir es mal raus. Vielleicht kriegen wir eine andere Karte. Nee.
4 Schilde für Boostpunkte. Ja, und jetzt können wir das rausspielen. Das gibt dann 15 Schaden für den Gegner. Die Boostpunkte raushauen. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, hauen wir mal raus. Und mit der, die geht sie nicht mehr aus. Okay, wir haben immerhin einen Boostpunkt. Das passt. Shit, jetzt kriegen wir die tolle Cannon. Okay. Consume all Boost Points oder die 10 Damage. Ja, machen wir lieber das hier, glaube ich. Damage. Ah ja, genau. Erst die Energiekosten. Natürlich, die zahlen sich jetzt schon eher aus. Dann machen wir die 10 Damage. Ja. Mhm. Hatte überlegt, ob ich das machen soll mit den Schilden, aber die waren eh voll. Also hätte sich das nicht gelohnt. Ja, gerne das hier von mir und dann schießt man aus dem Leben. Ah, fuck, jetzt haben wir nur noch eine Energie. Ja, okay, dann schießt man vielleicht doch nicht aus dem Leben. Na gut, okay, auf vielfachen Wunsch doch nicht. Shit. For each boost point, charges for shield. Ich bin gerade auch schon ein bisschen durch den Wind, muss ich sagen, weil ich das alles eher am Stück aufnehme. Können wir dich dann mal fertig machen? Weg. Danke. So, ja. Ich werde mal hier einen Cut machen an der Stelle und bin, wie gesagt, gerade ein bisschen fertig. Braucht mal eine kurze Pause, bevor es dann weitergehen kann mit For the Warp. Wir haben noch die Möglichkeit, hier was auszusuchen. Beides rare. 5 Damage an das Ziel. Und if it's turn 4 or more. Okay, wenn wir in der vierten Runde sind, wo sehe ich ihn eigentlich, in welcher Runde wir sind? Wird das angezeigt oder darf er damit rechnen? Jedenfalls dann gibt es 10 Damage. Also je länger der Fight geht, und unser Schiff ist ja dafür da, dass es länger geht, der Fight, dann machen wir mehr Damage. Und wir duplizieren das Ganze. Also ja, schon nicht schlecht, die Gun. Also jedes Mal, wenn wir es ausspielen, duplizieren wir es. Das ist richtig cool. Auch das spielt wiederum voll in so lange Kampfpassagen rein. Ignite card in your hand. Keine Ahnung, haben wir glaube ich nicht. Dann nehmen wir das. Gut, liebe Leute, ich darf da wieder zurück. Habe ich ja ganz vergessen zu dem Distress-Signal. Und da sieht es eh nicht so geil aus. Das heißt, da wollen wir eh zurück. Aber das alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.